Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Corekeeper. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würden mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Uiuiuiui. Letzten Part haben wir auf die Fresse gekriegt. Diesmal teleportieren wir uns nach Norden. In Richtung der Wüste. Und wir werden dann zur Wüste gehen. Weil wir da bestimmt nicht auf die Fresse kriegen. Bestimmt nicht. Das letzte Mal, als wir in der Wüste waren, da war so ein Käfer, der hat uns mit einem Hit getötet. Ich hoffe, dass das nicht mehr passiert. Also war schon eine Weile her. Das stimmt. Ja, nicht mal im Westen. Das war die erste Richtung, in die wir gegangen sind. Oh, das ist meiner. Ich habe das Shorts des Häuptlings bekommen zum ersten Mal. Da ist die Wüste. Oh, 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 oh. Alter, hält er viel aus. Ja, viel Hitze hält er aus. Oh, Erz. Oh mein Gott. Man bait. Das Erz wichtig. Wurfbläuche. Galaxid. Wüstenbosch. Fernkampfwaffe. Was? Wurfdolche, Fernkampfwaffe. Ja, aber deutlich schlechtere Werte als das einzige. Käfer. Oh. Hält ja gar nichts aus. Die Frage, ob der viel Schaden macht. Und wir müssen neue Blumen, neue Pflanzen. Neue Pflanzen wird so wichtig. Das wird so viel ermöglichen, hoffentlich. Gleich endlich mal ein Fernkampfessen habe ich ja schon. Magieschaden haben wir jetzt auch. Keine Ahnung, was das nächste wird. Ah, übrigens auch noch ganz, ganz wichtig. Die X nicht vergessen. Da können manchmal auch Ausrüstungsgegenstände sowas drin sein für die Gegend. Oh mein Gott. Oha, Hälfte des Lebens ziehen die ab mit ihrem Wurfdolchen. Okay. Also die machen schon viel Schaden hier. Herzbären. Ich glaube, die haben wir schon mal gehabt. Mhm. Die Musik. Wie nice hier. Du. Wir können eigentlich schon wieder zurück zur Base, jetzt können wir Galaxie-Werkbank herstellen, aber lieber ein bisschen mehr Galaxien mitnehmen. Vergiss nicht, dass du ja auch buddeln musst, ne? Ja. Nicht nur kämpfen, auch buddeln. Ganz wichtig. Oh, der wird zu einer Bombe. Deswegen droppt er auch Bomben. Das hier könnten neue Pflanzen sein. Ah, oh, sag bloß, es gibt keine neuen Pflanzen hier. Ja, sieht bis jetzt noch nicht so aus. Das war eine Wüste. Geben mir nur die ganzen alten Pflanzendinge. Hm. Hier ist auch ein Käfli. Ich habe einfach die Hoffnung, dass wir noch nicht die richtige Pflanze gefunden haben. Die Musik ist nice. Und es ist auch schön, dass man hier rumlaufen kann. Oh, Lava. Magma hier oben. Mit Magma-Gegner und allem, aber da gehen wir jetzt noch nicht rein, glaube ich. Später dann. Immer diese Suizidkäfer hier. Man kann nicht sagen, dass die nicht alles geben würden, um uns zu besiegen. Ja.
Vielleicht muss man die neuen Samen ja auch angeln. Ich habe einen neuen Ring, Knochenring. Plus 10 Rüstung plus 6 kritische Trefferchance. Hier ist noch mehr Lava. Weil wenn das wie bei dem Wassergebiet mit den Kristallen ist, dann ist das Lava vermutlich einfach nur das Subbiom, was man dann hier erkunden kann. Weil wir waren ja schon mal im Lava-Gebiet, in dem Wiesengebiet. Ja. So, wie viel Galaxiterz hast du? 66. Oh, 62. Hab ich ein Camp gefunden, ist eine Truhe oder so. Oh, hier ist eine Höhlenmalerei. Die man nicht zerstören kann. Ein Frühmenschschädel. Also hat der Chor schon früher Menschen hingebracht. Als wir noch primitiv waren. Weil wir sind ja nur durch den Chor hierher gekommen. Da waren jetzt Frühmenschen. Mhm. Ich meine, die haben halt Höhlenmalereien gemacht. Das klingt wie eine Steinzeit. Wie lange zieht dieser Chor schon ahnungslose Menschen hier hin? Er ist in Wahrheit der Bösewicht. Und warum kann der überhaupt unsere Sprache? Ich war ja auch mal ein Mensch. Mhm. Oh, interessant. Ich habe auch einen Tempel oder sowas hier gefunden. Mit interessanten Geräuschen. Das wird hier irgendwas sich durch den Boden buddeln. Mit Würmern haben wir gute Erfahrungen gemacht, ne? Hier sind sogar Statuen. Ich glaube, ich bin am äußeren Rand langsam. Am Abgrunde. Oh, noch ein Tempel. Ah, Tempel ist halt ein falsches Wort. Ist jetzt nicht so, dass da Räume sind, in die man gehen kann. Das ist so eine kleine Tempelanlage eher. Wie so eine kleine Oase. Mit Wasser und allem, aber keine Truhen und nix. Also Tempel ist da das falsche Wort. Die Musik hat sich hier geändert, wo ich bin. Ah ne, die fängt wieder von vorne an, glaube ich. Okay. Das ist ein Bergbau. Was ist das denn da drin? Dafür brauche ich eine Standbaumaschine. Ach so, hier ist Galaxit für die Standbaumaschinen. Nice. Oh. Nicht sterben, wir brauchen das Zeug. Da sind plötzlich 4 Käfer vor mir aus dem Boden rausgekommen. Hinterhalt! Ja, aber wirklich. Das ist so praktisch Sand aufgestaubt und dann kamen die einfach raus. Da hast du gar nichts gemacht, gar nichts. Schweine.
9% kritische Trefferchance für die zweite Hand. Oh, Lava-Gebiet wieder. Mein Bergbauschaden ist zu niedrig, um da durchzukommen. Aber das können wir bestimmt ändern mit den neuen Sachen aus Galaxied oder aus dem anderen. Also sollten wir nicht in die Lava-Dinger rein. Das machen wir, glaube ich, dann, wenn wir die neuen Spitzhacken haben. Ich meine, ich könnte dafür sorgen, dass ich da durchkomme, aber muss nicht sein. Ich habe jetzt 158 Galaxied. 118. Oh, es gibt so richtige Tempelanlagen hier in dem Vulkan. Ey, was ist denn da los? Okay, das wird spannend. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich markiere mir das mal ganz kurz hier oben, auch wenn das sehr weit weg ist. Aber ich markiere mir das einfach mal mit einer Flagge oder so, dieses Gebiet hier oben. Vielleicht ist das aber was Besonderes oder so, oder ist es wieder wie das Alien-Raumschiff? Oh, weißt du, was es hier auch gibt? Kristalle. Es gibt ja auch dieses Kristallding. Kristallbiom. Interesting. Habe ich einen Rückrufstein? Glaube nicht. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen dann. Ja, vielleicht begebe ich mich mal langsam so auf den Weg zurück und buddel mir dabei einfach einen neuen Weg zurück. Weil mein Bohrer hält hier ziemlich lange aus. Der verliert fast gar keine Haltbarkeit. Der Bohrer freut sich hier. So. Vielleicht ist es auch verbuggt, der Bohrer. Weil der verliert auch nicht was. Doch, jetzt hat er ein bisschen was verloren. Ich muss meinen Bohrer gefühlte Male 5 Minuten ab. Einmal heilen. Ich hab den ja verbessert. Und die Verbesserung hält ewig. Hier da vorne ist irgendwie so eine Farm. Vielleicht gibt's da neue Pflanzen. Aber das ist das, was mich gerade am meisten enttäuscht, ne? Dass es hier keine neuen Pflanzen gibt. Was soll denn das? Soll eine Wüste. Ja und? Kakteen? Wo Kakteen? Ja klar. Agaven? Natürlich. Jetzt wieder ein Wurm. Ah? Jetzt hat sie wieder einen Wurm durchgegraben. Ich habe eine Kiste gefunden. Pflaumenball, aber nur Oktarinbarren da drin. Was? Ein Pflaumenball, der wertvoll ist. Holz und Wolle. Das ist aber eine hübsche Kiste. Und ich habe einen Schmelzofen gefunden. Hier hat irgendjemand mal eine Base gebaut früher. Das soll das hier darstellen. Das ist eine Base von jemand anders. Oh, hat er nicht mal was Besseres da gelagert? Nee, ne? Hammer zum Beispiel. Hammer. Ein Galaxiehammer. Ich glaube, den gibt's gar nicht, aber ich bin mir sicher. Bin ziemlich hungrig. Ah, ich glaube, angeln wird man hier auch nirgendwo können. Es gibt Wasser, aber ich weiß nicht, ob man da angeln kann. Es gibt so Dingens, es gibt so Oasen. Okay. Aber keine Ahnung, ob du was Neues angeln kannst in den Oasen. Galaxie hier ist. Weißt du, was ich an dem Biom bisher ganz mag? Es ist nicht alles voll mit Wasser. Es ist unglaublich angenehm, hier Sachen auszubuddeln, weil man überall rumlaufen kann. Oh, da ist ein Wurm. Die Wüste ist nicht voll mit Wasser? Oh mein Gott. Ja, ne? Unfassbar. Ob man sich mit den Käfern in das Magma-Gebiet reinspringen kann? Weiß ich nicht, kommt drauf an, wie stark die Bombe ist. Ich glaube, für Bomben, die diese überhaupt haben. Man, ich bewege mich langsam nach Hause, also in die Richtung. Ich meine, es ist noch ein weiter Weg. Ich bin sehr weit nach oben gelaufen. Aber können wir da mal die Karte austauschen?
Ja. Ich muss sagen, die Wüste gefällt mir besser als das Wasserbiom auf jeden Fall. Galaxid abernten ist deutlich spaßiger als das Obdachin. Obdachin-Angang. Gibt es ja im Lava-Gebiet neue Pflanzen. Ich habe einen Zauberstab gefunden. Nice. 245 bis 299 physischer Schaden. Das ist ein Kristallspeer. Ich dachte, es wäre ein Magierstab wegen Kristall. Okay, es ist gerade kein Magierstab. Es ist ein Kristall für Nahkämpfer. Oh, noch so ein Tempel. Doch, hier ist ein Platz, wo man angeln kann. Hier ist sogar ein Angelspot. Ich kann ja mal versuchen zu angeln. Ich habe eine Angel dabei, aber ich weiß nicht, ob ich genug vom Level her, ob das reicht. Ich habe einen Sandstachelrücken geangelt. Steinstachelrücken. Noch ein Sandstachelrücken. Also angeln kann man hier. Gibt sogar eigene Fische, aber keine neuen Pflanzen. Antike Angelhaken. Ja. Wenn ihr später wieder herkommt, angeln. Oh, hier ist ein Labyrinth, glaube ich. Da würde ich ja schon ganz gerne eigentlich rein, ne? Da könnte guter Loot drin sein. Ich habe nur den Eingang gefunden vom Labyrinth. Da sind aber auch Stachelfallen am Boden. Oh nee. Und welche. Achso, das sind Schussfallen. Kann man aber auch Flirtlight von zu Hause nutzen. Steingeschützturm. Ja. Jetzt geht's richtig rund hier. Ich könnte. Oh, je nachdem, wie groß der ist, könnte das der gleiche sein. Den. Au. Ja, der hat auch eine Kiste gefunden. Boah, haben wir Galaxiedschlüssel. Ich weiß nicht, ob es eine Mitte gibt. Ich habe auch eine Galaxiekiste gefunden.
und dass einfach nur mehrere Galaxietkisten hier sind. Ich bin auf einer anderen Stelle wieder rausgekommen. Kiste gefunden, ein Sonderbonbon drin und Fackeln. Ding scheint aber keine zentrale Kammer zu haben. Seht ihr da zumindest irgendwas, was wie eine Kammer aussieht und links von uns? Weiß ich, ob doch das muss ich so sehen können. Ich sehe da nichts. Ich glaube, ich habe hier eine Truhe mit Galaxietbarren und einem Säbel. Zimitar des Eiferers. Mana kosten 18. Das ist eine magische Schaden-Nahkampfwaffe. Jetzt wollen sie dich aber auch richtig demütigen, ne? Wieso? Willst du die haben? Willst du jetzt Nahkampf machen? Ja, hast du nicht gesagt, ist ein magischer? Ja. Magischer Nahkampf. Zeig ja, die wollen dich demütigen. Das wäre jetzt ja richtig krass. Ja, dann kannst du ihn haben. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Kammer. Wertvolles Item. AAK Automaton, Schlüsselgegenstand, ein komplexer Aufziehmechanismus, der zu Ehren von RAAK gefertigt wurde. Scheint fast einen eigenen Willen zu besitzen. Ein Geschenk, das eines jungen Prinzen würdig ist. Und im Moment hat hier auch Wertvolles. War der Tempel jetzt nicht. Außer in den Galaxiekisten ist halt was Cooles drin. Ja. Du hast ein Schlüssel-Item gefunden, hey? Ja, aber was sollen wir damit machen? Ja, ein Schlüssel-Item heißt, das ist ein Item, was wir brauchen, um weiterzukommen. Das heißt Schlüssel-Item. Das heißt, das war mandatory, wo wir hier reingehen. Wir mussten hier rein. Wir mussten dieses Labyrinth finden. Wir mussten diese Items finden. Meine Geschütztürme sind auch ganz geil für meine Farm. Wenn die auch auf Gegner schießen, wenn wir die platzieren. Wird ewig dauern, sagt er. Was wird ewig dauern? Hier rauszubuddeln. Ja. Bei mir sagt er, mein Bergbauschaden ist niedrig. In dem Gebiet. Ist einfach ein großer Pilz gewachsen, den man einfach ernten kann. Das ist dann der große Pilz für das Mana, für das HP-Ding.
hier ist der Teleporter. Genau. Perfekt. Teleport zur Base. Jetzt Galaxien einschmelzen. Yay. Aber erstmal kurz. Mal Galaxien in die Truhe, die gefertigen. Die Ausrüstungsgegenstände. Kann ich hier auch reinpacken. Man kann Zess seinen urzeitlichen Kristallspeer haben. Ah ne, das war ja nicht der. Warte. Der hier, der ist. Zimiter des Eiferers. Mana kosten 18. Nahkampfangriff, womit der Mana kostet. Da haben wir Galaxie-Schlüssel da. Ja, haben wir. Ein. Gib mir den Inhalt. Galaxie-Barren. Bomben-Skarabäus-Mörser. Also eine Fernkampfwaffe. Der Explosivschaden und Bergbauschaden. Ansonsten nur noch Teile an so Sachen. Nichts Besonderes. So. Okay, dann habe ich jetzt genug Inventarplatz, um meine ganze Rüstung mal so kaputt. Erklärt, warum ich so viel Schaden genommen habe. So. Linke Maustaste. So. Habe ich die drei Dinger. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das aufteile. Ah, das ist echt fies. Jetzt kommt der wieder, der einfach irgendwie alle in ein Ding reinknallt. Ich brauche erstmal Inventarplatz. Muss die hier schön aufspalten, dass sie genau gleich viel sind. Bei jedem der Brenneröfen. So. Oh, passt. Nur ist es halt undankbar, auf 6 aufzuteilen. So. Dann wollen wir mal sehen. Korallenholz. Octarin. Aber noch genug Octarin haben wir ja. So, die Werkbank weg. Galaxid-Werkbank hin. Galaxid-Boden, Galaxid-Brücken. Die sehen auch ganz hübsch aus. Galaxid-Amboss, Galaxid-Geschützturm, Wagenwerkbank, ein langer Arbeitstisch zum Erstellen schneller Fahrzeuge für deine Reisen. Galaxid-Falle und Solarid-Werkbank. Galaxid-Schaufel, Galaxid-Spitzhacke, aber hat auch nur 576 Bergbauschaden. Haben wir genug Glimmerholz? Glaube nicht. Doch, haben wir. Gut, dann brauchen wir noch ein bisschen Galaxie, dann kann ich direkt die nächste Werkbank bauen. Skippen wir die doch einfach direkt durch hier, die Werkbank. Einfach direkt skip. Ich meine, die Sachen, die danach kommen, sind halt teurer herzustellen, weil wir halt davon nicht so viel haben, von dem Solarid. Wir müssten das Solarid fahren dann. Aber spitzhackentechnisch, ja, wird das dann eher der Weg sein, Solarid. Weil die Spitzhacke hat halt weniger als unser Bohrer. Mit Upgrade. Wie gesagt, Galaxidfalle gefällt mir. Der Geschützturm gefällt mir auch. Wagenwerkbank ist natürlich auch sehr nice. Können wir, glaube ich, diese Parts selber bauen. Vermutlich auch schnellere Version davon. Galaxie-Boden und sowas sieht auch sehr nice aus. Ich glaube, da haben wir so Sterne am Boden. Vielleicht muss ich die Base dann nochmal umbauen, weil wir am Anfang so viel Galaxie haben, dass wir uns das leisten können.
Noch zwei Galaxien, dann kann ich die nächste Werkbank bauen. Da brauchen wir den Amboss gar nicht bauen. Wir können den Galaxien-Amboss überspringen, wenn wir direkt den Solarit-Amboss machen. So. Das ist dann. Ich weiß nicht, ob das die letzte Werkbank ist, aber. Hydra-Altar. Eine rituelle Werkbank, die es erlaubt, Instrumente herzustellen, die nur von den Bestien in der Tiefe vernommen werden können. Und wir können einen Solarit-Amboss herstellen und eine Solarit-Spitzhacke mit 735 Bergbauschaden und eine Solarit-Angel mit 287 Angeln, aber keine anderen Werkzeuge, keine Schaufeln, kein gar nichts. Glimmerholz-Sachen können wir da machen, Glimmerholzwände und sowas. Und Hydra-Altar. Das heißt, wir sind am Ende des Craftings angekommen. Ja. Ich mach mal den Amboss schon mal fertig. Jetzt Solarit-Angel ist gar nicht mal so viel krasser als unsere. Ja. Solarit-Armbrust ist 209 bis 255 Schaden. Ist fast genauso wie meine Waffe, ein bisschen mehr. 1,4 Angriffe, okay, ist genauso schnell, aber 7% kritische Trefferchance, ich habe 10%. Und 18% des physischen Fernkampfs, ich habe 27% kritische Trefferchance. Also gar nicht so viel besser. Das Set ist plus 23,6 Schaden bei maximaler Gesundheit. 36 maximaler Rüstung, 20 Rüstung. 14 kritischer Trefferschaden, 4 Leben bei Nahkampftreffer. Aber oh, nee, auch nur Nahkampftreffer. Ach, warum nur ein Nahkampftreffer? Gib mir Leben bei Fernkampftreffern, ey. Die Rüstung davor ist auch wieder bei maximaler Gesundheit. Da gibt es nicht mal so eine Fernkampfwaffe. In der Kategorie davor. Ja, irgendwie ist das so ein bisschen meh. Ich bin enttäuscht. Mhm. Wir können die Hydra-Altar machen, da können wir eine vermutlich Endboss oder sowas rufen. Den ja. Endboss. Genau, ne? Riesenkäfer gehören brauchen wir dafür, aber na, das haben wir nicht. Riesenkäfer gehören, sowas besitzen wir hier nicht. Leider. Dschungelsmarkt haben wir aber, das heißt, ich kann schon mal mein Ding aufrüsten gleich. Ich glaube, das kostete Galaxid oder war das schon dies drüber? Mein Bogen. War Solarit, okay. Danach brauche ich einen Ozean-Saphir fürs nächste Upgrade. Wo auch immer man den herbekommt, vermutlich aus dem Ozean. So, packen wir hier die ganzen Sachen wieder rein. Packen wir das Geld hier rein. So, die Fallen und sowas. Hm, wo packe ich das rein, das Zeug? Ah, hier. Passt das dazu? Neue Samen gab es nicht, neue Fische gab es halt. Kann ich hier schon mal die Fischbox packen? Dann habe ich noch wertvolle Gegenstände, die ich verticken kann. Plus den alten Armboss und so kann ich auch verkaufen. Gibt auch mal 160. Alte Werkbank kann ich verkaufen. Der kann ja gar nichts. Ja. Ich habe ja wenigstens erwartet, dass er irgendwie Projektile schießt oder so beim Schlagen. Er ist eine Nahkampfwaffe. Wo sollte der Fernkampfschaden machen? Das hat Nahkampf. Das kostet Mana. Ich erwarte, dass es irgendwas Magisches macht, wenigstens. Oder leuchtet oder so. Nein. Macht magischen Schaden. Ja, okay, aber das ist, optisch passiert nichts Magisches. Du hast zu viel erwartet. Ich habe schon gesagt, oh ja, oh, eine magische Fernkampfwaffe. Mir war schon klar, dass das nichts Besonderes sein wird. Ah, die Galaxie-Werkbank kann ich ja auch verticken direkt. Das Einzige, was da magisch ist, ist, dass mein Mana auf magische Weise verschwindet. Ja. Mit Werkbänken kann man gut Geld machen. So. Weiß wieder über 20.000. Er hat's wieder nicht richtig aufgeteilt. 80, 97. Kein Kommentar. Ja, man kann die Sachen halt nur halbieren im Moment, ja. Ja, ich hab's trotzdem hinbekommen. Ja, das ist schön für dich. Ja. Das ist extra Arbeit. Nee. Viel Arbeit ist das doch nicht. Das ist einfach nur Mathematik. So. Aber wir haben jetzt halt wirklich nichts Großartiges bekommen, ne? Wir haben jetzt die krasseste Werkbank, wir haben den krassesten Amboss, aber so wirklich was bringt uns das nicht. Und das bringt uns gar nichts.
Ja, wow, die Rüstung gibt halt 150 mehr Leben, wenn man die tragen würde. Ja, oh, toll. Aber dann habe ich halt, ja, Leben-Bonus bei Nahkampftreffern. Eine Eigenschaft, die ich gar nicht brauche. Mehr Schaden bei Dingens ist okay, aber, boah, ich weiß nicht. Aber guck mal, warum fehlt dir die Bummelkuglerplatten? Gut, dass wir die haben. Und Goldbarren. Ein paar davon. Wir haben minimal genug. Ja, aber ist jetzt die Frage, will ich diese Rüstung tragen? Ich weiß es nicht. Ich hatte viel höhere Crit-Chance mit dem Ninja-Ding, was ich habe. Ist viel höher die Crit-Chance, die ich dadurch habe. Ich krieg nur durch ein einziges Teil krieg ich bei dem Ding Crit. Und das ist 7%. Ich habe jetzt gerade Crit plus 6, plus 8, plus 7. Ja, das hat nicht so viel Rüstung, das hat aber mehr Max-Gesundheit, das Set. Das Ninja-Set hat über 150 Max-Gesundheit mehr. Also, das hat insgesamt 150, das hat mehr als 150. Moment, 58, 50, 100, 149 hat das. 149 maximal Gesundheit, das ist mehr als das Set da unten. Weiß ja nicht. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwas Cooles kommt noch. Das Riesenkäfergehirn haben wir natürlich nicht, das heißt, das können wir auch gar nicht herstellen. Wir können halt die Angeln und sowas herstellen, die Angeln und die Spitzhacke, das ist halt das ist das Interessante. Alles andere ist total Wayne, total wurscht. Ich muss gerade rechnen, können wir das für beide herstellen? 17 plus 7, 30 können wir beide herstellen, wenn wir genug Glimmerholzbretter haben sollten. Dann Glimmerholz verarbeiten. Wie viel Glimmerholz braucht man? 17 und 20, ach, das ist das gleiche. Das könnte knapp werden. 37, ne, wir haben nicht genug Glimmerholz. Nur 2 goldenes Reis. Ah, wir haben noch 8 Glimmerholzbarrens, Bretter, das könnte reichen. Was für Reis? Von den 9 Reispflanzen sind nur 2 Gold geworden. Okay. Was für neues Essen? Noch nicht. Okay. Ich mach uns dann Spitzhacke und Angeln. Und sonst haben wir nichts bekommen. Also der Rest ist halt uninteressant. Das ist leider so. Meiner Meinung nach. Das einzige Coole, was wir haben, ist halt die Galaxitböden. Die sehen geil aus. Und der Wagenwerkbank, aber wir haben ja eh Teleporter und so einen Scheiß. Also die Galaxietschaufel können wir jetzt auch noch für beide herstellen, weil es ist die beste Schaufel. Besser gibt's nicht. Ja. Kriegt die Stein mit einem Schlag hin? Weiß ich nicht. Vermutlich. Warte mal. Na, nee, ich glaube nicht. So eine Scheißschaufel. Ja, hier hast du eine Schaufel. Boah, sieht ja fancy aus. Fancy aussehen tut das Galaxiezeug. Das tut's auf jeden Fall, ja. Das sieht fancy aus. Ein Vorteil, den wir jetzt auch haben. Na gut, das ist natürlich ein Vorteil, den wenn wir mit Galaxiet, ja, das stimmt schon. Also wir können. Aber wenn nicht mit Solar. Ja, mit Solarit sollte ich nicht upgraden. Nee, nee. Ich muss ja noch was craften damit. Aber wenn wir halt jede Menge. Wir haben einiges an Galaxiet. Wir können also die Upgrades an der Werkbank oben bis zu Galaxiet machen. Also bis Galaxiet durch. Aber wir haben, glaube ich, nicht genug Octarin dafür. Wir müssen nochmal Octarin farmen. Farmen? So, jetzt haben wir die Bretter. Ich hoffe, der brauchte Bretter. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber ich glaube, es waren Bretter. Oh nein, für das eine braucht der Bretter, für das andere Holz. Oh, ich hasse mein Leben. Jetzt können wir 2 Angeln herstellen, das war's. Ah.
Ja, bitte sehr, eine Angel. Spitzhacke geht noch nicht. So, dann war's das für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, hattet ihr und Stefan dem was Besseres in ihrem Leben. Und jetzt sehe ich nur Potato Bit. Verabschieden sich. Bis dann. Tschüss! Tschüss.